Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Duett, dem Operntalk des Förderkreises der Deutschen Oper Berlin. Mein Name ist Silke Alsweiler-Lösch und ich bin die Geschäftsführerin des Vereins. Wie schön, dass Sie uns bei einer weiteren Podcast-Folge zuhören, mit der wir Sie alle in Corona-Zeiten unterhalten wollen. Blicken Sie mit mir und meinen Gästen hinter die Kulissen unseres Opernhauses. In einer Zeit, in der ein Opernhaus eingeschränkt spielt, wollen wir mit denen sprechen, die sonst im Haus für die wunderbaren Abende der Deutschen Oper Berlin sorgen. Wir sind erneut im Mausoleum, das Sie alle von den Einführungen mit Jörg Königsdorf kennen. Und es heißt im Hausjargon Mausoleum, weil hier die Büsten wichtiger Persönlichkeiten stehen. Natürlich ist für den nötigen Pandemieabstand auch zwischen meinem Gast und mir gesorgt. Heute bin ich im Duett mit Jörg Königsdorf, Chefdramaturg der Deutschen Oper Berlin. Jörg, diesen Raum kennst du besonders gut. Hier machst du immer deine Einführungen und daher kennen dich auch die Förderkreismitglieder und viele Gäste besonders gut. Dennoch möchte ich ein paar Stationen aus deinem Leben erwähnen. Jörg, du wurdest in Schleswig-Holstein geboren, das wusste ich vorher auch noch nicht, hast Volkswirtschaftslehre und Kunstgeschichte studiert und zunächst ab 1995 als Musikkritiker, unter anderem bei der Süddeutschen Zeitung, dem Tagesspiegel und der Opernwelt gearbeitet und dann hast du sozusagen die Seiten gewechselt und bist seit August 2012 als Chefdramaturg der Deutschen Oper Berlin tätig. Herzlich willkommen, Jörg. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir das 15. Podcast-Duett wagst. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Dieses Duett ist sozusagen der Rausschmeißer aus der Saison 2020-2021 und damit das Ende einer sehr ungewöhnlichen Saison. Mit sehr viel Anforderungen an unsere Nerven und an unser Improvisationsgeschick. Bevor wir nun hoffentlich berechtigt, vorfreudig den Blick auf die neue Saison werfen, schauen wir noch mal kurz zurück. Jörg, wie ich eingangs schon erwähnt habe, warst du lange Kritiker. Nun hast du viele Stücke am Haus mitverantwortet, zuletzt das Rheingold, das am 12. Juni Premiere hatte, mit einem Jahr Verspätung. Was hättest du als Kritiker denn über diese Produktion geschrieben, ganz ehrlich? Also mir kam bei dem Rheingold ein Satz in den Kopf, der auf den ersten Blick etwas fernlich, den ich aber sehr treffend fand, eine Briefstelle von Mozart. Da schreibt er an seinen Vater über ein paar neue Klavierkonzerte, die er gerade geschrieben hatte. Die seien eben so besonders, weil sie einerseits gute Unterhaltung böten für alle Leute, die sich nicht so auskennen würden mit der hohen Kunst der Musik, aber dass andererseits auch die Kenner da ganz viele Stellen finden würden, die ihrem Geschmack entsprechen und die sie faszinieren. Und das dachte ich dann beim Rheingold. Mensch, wer nicht viel von Wagner kennt, wer das Stück vielleicht auch gar nicht kennt, der kriegt einen Abend, wo er sich blendend unterhält, der kurzweilig und abwechslungsreich ist. Aber wer, wie ja viele Besucher der Deutschen Oper Berlin, seinen Wagner eigentlich gut kennt, der wird da ja trotzdem eine ganze Menge Dinge entdecken, die er so nicht erwartet hätte, die ihm zu denken geben, die ihn auf intellektuelle Weise unterhalten. Was hättest du denn als Kritiker da herausgehoben, was dich besonders unterhalten hat oder was du besonders überraschend fandest? Mich hat fasziniert der Gegensatz zwischen der immensen Anstrengung in der Probenarbeit, bestimmte Effekte zu erzielen, etwa mit dem Tuch, das als Spielelement ganz zentral ist, und der Leichtigkeit, wie diese Elemente dann auf der Bühne funktionieren, wenn es denn technisch glückt, was ja immer, man hält immer die Daumen, das ja ist ja auch so, gerade als Kritiker am Ende, ja, zum Beispiel sieht man ja nur ein Resultat, man weiß ja nicht alles, was gedacht ist, und wenn ich jetzt in einer Aufführung sitze, ist es ja komplett anders, weil ich weiß genau, was eigentlich beabsichtigt ist und denke da und oh, hoffentlich geht das nicht schief, und tatsächlich ist es so, dass selbst wenn was schief geht, das Publikum das im Regelfall gar nicht merkt. Und so würde es mir als Kritiker ja auch gehen, weil ich ja gar nicht wüsste, was beabsichtigt war. Aber was natürlich alle gefragt haben und was du dich als Kritiker auch gefragt hättest, warum sind denn alle in Unterwäsche? Erzähl uns das doch schnell nochmal. Hättest du bestimmt auch erwähnt in deiner Kritik.
Ja, natürlich. Das ist ja auch letztlich die eine Pflicht eines Kritikers zu berichten, was findet da statt, was passiert da. Und dann geht's aber weiter, man fragt eben, warum ist das so? Und das sind ja Menschen, die auf die Bühne kommen, die da ja komplett angezogen sind, die ihre ganze Vergangenheit mit sich schleppen und in dem Akt des Spiels das erstmal alles abwerfen. Sagen, ach, diese ganze Sache, was wir alles mit uns tragen, was uns belastet, das sind wir jetzt nicht mehr. Wir lassen uns jetzt hundertprozentig auf das Spiel ein. Wir sind selber quasi wie weiße Tücher sozusagen. Es ist noch nicht klar, wer übernimmt welche Rolle, wenn alle quasi gleich angezogen sind oder diese gleiche weiße Fläche auf dem Körper haben, die ja so das Sinnbild des Neutralen erstmal ist. Also nach deiner Begeisterung zu urteilen, wäre deine Kritik sehr gut ausgefallen. Davon gehe ich aus. Du hast da ja auch hart mit dran gearbeitet. Was macht denn für dich eigentlich den größten Unterschied aus bei diesem Seitenwechsel vom Kritiker zum Dramaturgen? Als Kritiker, so wie ich es verstehe, hat man natürlich auch den Anspruch, sich mit einem Werk auseinanderzusetzen. Aber das macht man dann ja im stillen Kämmerlein. Man hat ein Resultat, man bereitet sich zwar vielleicht vor und man lässt, gerade wenn man mehr Erfahrung in dem Bereich hat, wenn man ein neues Rheingold hat, mal Revue passieren, was habe ich bisher gesehen, was hat mich daran interessiert. Aber es ist ja doch eine recht einsame Arbeit. Und was mich reizte, war eben, nicht nur über Resultate oder nicht über Resultate mehr zu schreiben, sondern mitzumachen, mitzuhelfen und dadurch natürlich auch besser zu verstehen, wie so ein Opernabend zustande kommt. Und das ist ja auch eine Auseinandersetzung, die eine ganz andere Tiefe hat, weil man sich in der Regel, wenn man an einem Stück beteiligt ist, mit zum Team gehört, 2 Jahre mit so einem, Stück beschäftigt. Ja, genau. Und quasi jede Zeile noch auf die Goldwaage legt und sich überlegt, was heißt das eigentlich, was ist der ganze Hintergrund. Das macht dann ja auch Spaß, das alles aufzublättern. Verstehe ich. Warum ist es eigentlich so, dass wir einen Dramaturgen am Haus haben, nämlich dich als Chefdramaturgen? Und das Stück selber war ja begleitet von Alexander Meyer-Dörzenbach, der das Stück als Dramaturg begleitet. Wie ist denn da die Aufteilung? Wie müssen wir uns das vorstellen? Viele Regisseure haben Beziehungen, Arbeitsbeziehungen langjähriger Art zu Dramaturgen auf ihres Vertrauens aufgebaut. Das heißt, sie erarbeiten die Stücke an ihrem Wohnort, sei es Paris, sei es London, sei es irgendwo, ja, mit Menschen, mit denen sie seit 20 Jahren, wie im Fall von Stefan Herrheim und Alexander Meyer-Dörzenbach, zusammenarbeiten. Ja. Der Dramaturg des Hauses tritt dann später dazu, quasi als so eine Art Kontrollinstanz, der sich anschaut, was die sich ausgedacht haben und Feedback gibt und natürlich auch für das Ganze drumherum sorgt. Gerade als Chefdramaturg bin ich ja nicht nur mit einzelnen Produktionen beschäftigt und der Planung, diverse Spielzeiten im Voraus, sondern mit ganz schierem Organisationsaufwand. Mach mal ein Beispiel für uns, dass wir uns das gut vorstellen können. Für das Rheingold, da gab es ja technisch und so weiter sehr viel Aufwand. Was waren da so die Dinge, die am meisten dich herausgefordert haben in der Zeit? Das Rheingold war im Grunde noch relativ einfach zu handhaben. Ja. Schon allein deswegen, weil es ja halb so lang nur ja, ist wie die Walküre oder Siegfried. Ja. Aber für alle ja Stücke steht ja die gleiche Probenzeit zur Verfügung. Ja. Und der Regisseur ändert seine Arbeitsweise aber nicht grundlegend. Das heißt, hier hatte er 6 Wochen Probenzeit für 2,5 Stunden Musik im Siegfried und in der Walküre die gleiche Probenzeit für 4 oder 4,5 Stunden Musik. Und in der Götterdämmerung ist es auch wieder so. Das heißt natürlich, dass der Zeitdruck bei diesen großen Stücken, diesen 3 Brummern, noch viel größer ist und man im Vorab denkt, schafft er das auch alles? Er schafft das schon, aber das wäre für jedes Haus ein riesiger Belastungstest. Habt ihr denn jetzt bei dem Rheingold, das ja ein Jahr später sozusagen geboren wurde dann für uns als Publikum, habt ihr da nochmal zu den Proben vor einem Jahr was verändert oder wie muss man sich das vorstellen? Musstet ihr das nochmal ganz aufgreifen oder seid ihr relativ schnell ins... Tatsächlich konnten ja gar keine Proben im vergangenen Jahr stattfinden, wegen dieser Abstandsbeschränkung und dieses sehr strengen ersten Lockdowns. Das Einzige, was stattfinden durfte, waren ein paar technische Vorproben, etwa um das richtige Material für das Tuch zu ermitteln, das ja ganz viele Dinge können muss. Das heißt, es muss
so fallen, dass es ästhetisch ansprechend aussieht. Es muss ganz schnell von einem Ende rein, zum anderen gezogen werden. Das heißt, das Gewicht, die Materialität, die Durchlässigkeit spielt eine Rolle. Da waren natürlich immense Proben möglich, um zu sehen, genügt dieses Tuch auch den Anforderungen, die es erfüllen muss. Aber in die szenischen Proben seid ihr dann erst jetzt. Verstehe. Ja, Jörg, in den Pandemiezeiten war, das hast du gerade selber angesprochen, das Proben nicht besonders leicht. Also wir hatten ja dann das Glück, dass wir zur Walküre hin dann schon testen konnten mit Hilfe eines Paares aus dem Förderkreis. Aber was hat dir denn da besonders gefehlt oder was war denn so anders in dieser Zeit, was zu proben und was war für dich da die besondere Belastung in der Zeit? Was ich am meisten vermisst habe, war natürlich der Kontakt zum Publikum. Wir sind hier in dem Raum, wo wir normalerweise als Dramaturgen die Einführungen machen. Und sowohl mir als meinen Kollegen ist das immer so ein Herzstück der Arbeit, weil es so das Eigentliche an Vermittlung ist. Und als Dramaturgen sehen wir uns alle als Vermittler. Ja. Das heißt jetzt zum Beispiel im Falle einer Produktion wie des Rings, die teilweise doch sehr komplexen Sachverhalte, den ganzen geistesgeschichtlichen Hintergrund so dem Publikum nahe zu bringen, dass es nicht sagt, oh Gott, ich verstehe hier überhaupt nichts und was soll das alles, sondern oft reicht es, nur so zwei, drei Sachen zu sagen, stellen Sie sich mal das und das vor oder das ist eigentlich so gedacht und dann kann eigentlich jeder diesen Faden aufnehmen und weiter selber abrollen. Mhm. Und wenn das nicht möglich ist oder nur in eingeschränkter Form, indem wir Einführungen drehen, dann vermisst man das schon ziemlich stark. Und glaubst du, dass das Musiktheater jetzt nach der Corona-Zeit sich irgendwie anders darstellen wird oder dass man das anders sehen wird? Gibt es da, glaubst du, einen Unterschied post-Corona sozusagen? Gute Kunst reagiert ja immer auf das, was im Leben, was außerhalb der Kunstform passiert, die nimmt das auf, die spielt damit. Und was wir alle gemerkt haben, ist, glaube ich, dass wir alle jetzt ganz anders auf Berührung und Nähe gucken. Das stimmt. Und das tut man sogar im Film jetzt das gerade. Das ist natürlich auch für das Musiktheater eine Chance, dass man viel stärker sieht, so, oh Gott, der kommt ihr jetzt zu nah, ohne dass man alles so explizit verdeutlichen muss, sondern da reicht es schon, wenn man jetzt viel weniger macht und man denkt schon, oh weia, ist das jetzt in Ordnung? vielleicht ändert sich das auch wieder mit der Zeit, aber ich glaube, diese Sensibilität für Abstand und Nähe, das ist was, was bei allen jetzt erstmal geweckt ist. Verstehe ich. Mit dem Blick auf die Zukunft wollen wir uns jetzt beschäftigen und zwar auf die nächste Saison schauen, soweit sie denn nun schon geplant sein kann. Du hast mir ja mal angedeutet, dass es ein echter Verschiebebahnhof ist, Stücke, die wir fertig gespielt hatten, auf Halde legen mussten, nicht zeigen konnten. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was wir im Herbst zu erwarten haben. Im letzten Jahr haben wir ja unser Parkdeck ganz erfolgreich reaktiviert mit diesem kleinen Ersatz Rheingold. Das war wirklich Donald sehr, Reinecke sehr toll, hat mal Kleingold gesagt, genau. Aber so klein war es ja dann auch nicht. Und das war so schön und erfolgreich, dass wir dachten, Mensch, gehen wir doch dieses Jahr wieder aufs Parkdeck, haben einige unserer Best-ofs, also kurz moderierte Kurzfassungen von populären Opern, so als Einsteigerangebot. Wir steigen mit der Carmen ein, glaube ich, oder? Genau. Mit Carmen fängt es an, Traviata kommt dann noch, auch weil natürlich die Sänger unseres Ensembles das einfach gerne singen wollen. Natürlich, Dann gibt es ein bisschen Jazz und wir haben uns aber gedacht, naja, für das Profil des Hauses ist es auch gut, immer was Zeitgenössisches zu haben. Und was passt dahin? Was wirkt auch auf dem Parkdeck? Und es gibt eine Kammeroper, Greek heißt die, von Mark Anthony Turnage. Das ist ein junger britischer Komponist, der seinerzeit sehr von Hans Werner Henze gefördert wurde. Und diese Oper ist international sehr erfolgreich und die spielt so im völlig abgetakelten Londoner East End der Zeit von Margaret Thatcher. Aber die klassische Ödipus-Geschichte bloß eben in diese wüste Zeit versetzt. Und wir dachten so, dieses Parkdeck mit seiner mit Arbeitslosigkeit doch sehr rauen Ästhetik. Und so, oder irgendjemand hat es neulich shabby chic genannt. Ja, shabby das passt da eigentlich ganz gut hin. Und musikalisch ist das ein Stück, das sehr perkussiv ist, das ein bisschen Schostakowitsch hat, aber auch ein bisschen
Jazz und das dann eben auch klingt in Wir hatten ja unser allererstes Parkdeck-Erlebnis, fällt mir da ein, mit der Oresteia auf dem Parkdeck. Das war ja auch so ein ganz ungewöhnliches Stück und hat fantastisch funktioniert. Also dann hoffe ich, dass das super ist. Gibt es denn noch was anderes, was du erzählen kannst? Also ich meine natürlich die Götterdämmerung und die Zyklen. Aber erstmal feiern wir ja Geburtstag. Also, ja, das machen wir auch. Das ist ja keine Oper, sondern das ist Architektur. Aber das kannst du gerne auch erzählen, ja. Eben. Naja, das ist uns ja auch wichtig, weil wir ja alle in diesem Haus arbeiten, weil wir uns in diesem Haus treffen und auf diese Weise dieser Bornemann-Bau auch schon eine Art Zuhause geworden ist. Und den nochmal richtig wertzuschätzen und zu schauen, was macht ihn eigentlich so besonders? Warum mögen ihn die Leute mittlerweile so sehr? Es hat natürlich früher viel Kritik gegeben. Natürlich, an dem ungewöhnlichen Bau, ja. Das ist ja bei moderner Architektur eigentlich immer so. Und in den letzten Jahren hat sich das aber komplett gewandelt. Und jetzt finden es eigentlich alle sehr schick und wissen auch diese Eleganz, diese durchdachte Eleganz von Bornemann zu schätzen. Und ich dachte, jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, da mal wieder mit einer Ausstellung, mit ein paar Veranstaltungen. Wir haben renommierte Architekten eingeladen. David Chipperfield zum Beispiel hat uns gerade zugesagt, da noch mal drüber zu reden und sich aber auch zu überlegen, wenn man heute ein Opernhaus bauen würde, hätten die Entscheider den vergleichbaren Mut, sowas zu machen? Und auf der anderen Seite, wie müsste so ein Haus aussehen? Das sind ja auch Fragen, die man sich bei dieser Gelegenheit stellt. Ja, vielleicht nur noch zum Ergänzen. Der Anlass ist ja 60 Jahre, dieser Bau. Und am 24. September wäre sozusagen die Eröffnung, jährt sich dann zum 60. Mal. Da werden wir auch mit dem Förderkreis zusammenkommen. Das machen wir nochmal speziell später. Aber jetzt erzähl doch nochmal, nachdem wir auf den Bornemann und auf den Bau geschaut haben, was wir noch sehen werden in der nächsten Saison. Was wir jetzt schon wissen. Die großen wissen. Premieren stehen natürlich schon so fest und wir hoffen auch, sie so realisieren zu können. Das heißt also, im Großen Haus, die erste Premiere ist die Götterdämmerung am 17. Oktober. Und dann müssen wir ja noch den Siegfried nachholen. Das machen wir dann innerhalb des ersten kompletten Zyklus im November. Es gibt ja im November zwei Ringzyklen. Das beschäftigt das Haus dann natürlich auch, genauso wie es früher der Götz-Friedrich-Ring tat. Wenn man das spielt, kann man kaum was anderes noch dazwischen quetschen, weil unmöglich, das einfach so fordernd ist. Im Januar kommt dann ja noch ein Ringzyklus und dann holen wir unsere erste Premiere aus dem Verschiebebahnhof. Wir hatten ja im März 2020 schon den Antichrist von Rüd Longart mit dem schönen Bergfest, fertig geprobt und das ist so eine Entdeckung, ein Stück der 20er Jahre. Wir haben ja mit den 20er Jahren ganz gute Erfahrungen gemacht, wie zum Beispiel Heliane und auch der Langart. Das ist Musik, man merkt, das kommt von Wagner her, aber es ist gleichzeitig irgendwie völlig verrückt und manchmal klingt es wie so ein bisschen geschredderter Parsival und sehr expressionistisch, dauert 90 Minuten und macht, glaube ich, allen Spaß und ist vor allem was für so ein großes Orchester und große Stimmen. Ja, der Förderkreis hat ja da mit dem Bergfest schon so die ersten kleinen Einblicke gehabt. Und ich bin sicher, dass wir das auf jeden Fall anschauen. Und danach kommt dann doch am noch? Am 20. März kommt dann wieder unsere Grande Opera-Schiene zum Zuge. Wir haben ja Berlioz gemacht, wir haben Meyerbeer gemacht und Gounod, Faust. Und jetzt kommt Grande Opera einmal anders, nämlich von Verdi, die sizilianische Vesper, Le Vepre Sicilienne, hat Verdi 1855 für die Pariser Oper geschrieben, hat sich dann in einem Metier versucht, das für ihn erstmal neu war. Deswegen steht das Stück vielleicht auch so ein bisschen im Schatten vieler anderer Verdi-Opern. Aber das braucht's natürlich auch, nicht nur Raritäten, sondern auch diese große Gesangsschule des 19. Jahrhunderts. Wer inszeniert das? Das macht Olivier Py, der ja auch den Prophet bei uns gemacht hat. Und das ist so ein französischer Stoff. Da geht's ja um die Vertreibung der französischen Besatzer aus Sizilien im Mittelalter. Das hat ihn als Franzosen natürlich auch besonders gereizt. Und Enrique Mazzola dirigiert, den wir ja alle mögen. Wir freuen uns. Das ist das Letzte, was wir nächstes Jahr dann machen. Kommt, Verschiebebahnhof 2 ist ja die Callas, Seven Deaths of Maria Callas von Marina Abramovic. Das ist schon an der Bayerischen Staatsoper unter diesen Lockdown-Bedingungen vom Publikum von 120 Leuten oder so rausgekommen. Insofern kann man sagen, jetzt
hoffentlich hat das auch den Resonanzraum, den so eine Produktion braucht. Das spielen wir im April und gehen dann gleich am 1. Mai mit Franz Schrekers Schatzgräber in der Regie von Christoph Loy weiter. Christoph Loy haben ja alle zuletzt mit Francesca da Rimini zumindest im Videostream erlebt. Das stieß ja auch auf große Begeisterung. Hiljane ist ja auch noch lebendig und das war ein besonderer Wunsch von ihm. Und Franz Schreker gehört eben auch zu diesen Komponisten, der für so ein großes spätromantisches Orchester und große Stimmen schreiben. Und das ist sehr opulent. Das ist auch wirklich ein tolles Stück. Und Marc Albrecht, der das dirigiert, wie schon Hiljane, der ist auch Fan davon. Von dem gibt es auch schon eine CD-Aufnahme des Stücks, die einfach Spaß macht. Ja. Und dann zuletzt ist ja noch das große Finale mit den Meistersingern. Mit den Meistersingern von Nürnberg. Das wir haben ja so ein bisschen den Ehrgeiz, die großen Wagner-Opern plus eben noch Rienzi alle im Repertoire zu haben. Und nachdem die alte Produktion der Meistersinger vor einiger Zeit schon abgespielt war, braucht es einfach neue. Und wir haben da Jossi Wieler gefragt, der hier ja schon La Sonnambula gemacht hat, aber der jetzt seine erste richtige Neuinszenierung am Haus macht im Juni 2022. Und dann gehen wir beglückt und erschöpft in die Sommerpause. Ja, das ist genau ein Jahr hin sozusagen bis zu dieser Sommerpause. Und wir hoffen natürlich alle, dass das alles zu sehen sein wird. Sag mal, wie ist eigentlich deine Begeisterung überhaupt für die Kunst entstanden, für die Kultur? Bist du von Hause aus schon sehr musikalisch? Also singst du vielleicht gerne oder spielst du ein Instrument? Wie kam denn dieser Weg zustande? Tatsächlich hat meine Großmutter dauernd mit mir gesungen, weil ich zu diesen Großmutterkindern gehöre, die eben sehr enge Bindungen aufgebaut haben mit Lesen und Singen und all dem, was so traditionell Großmüttern ihren Enkeln vermitteln, auch Kuchenbacken und Plätzchenbacken, das habe ich auch bis heute beibehalten. Wir sind Zimmernachbarn, wieso ist da noch kein Kuchen gekommen? Und von daher war da schon auch sehr früh ein Grundstein gelegt, den ich dann immer weiter auf verschiedene Arten und Weisen gepflegt habe. Ja, und dann kam es allerdings erst über Umwege dazu, dass ich mich dann beruflich auch der Musik und dem Musiktheater gewidmet habe, weil ich irgendwann dachte, Mensch, das geht doch nicht, du musst irgendwas Sinnvolles studieren, was Nützliches, Praktisches. Und dann wurde ich Volkswirt. Aber in dem Moment, wo ich mein Diplom hatte, dachte ich, na, willst du da wirklich als Volkswirt arbeiten? Oh wei, das ist das was für dich? Oder suchst du da nicht noch ein bisschen weiter? Und dennoch fand ich das wichtig, so ein Studium zu Ende gemacht zu haben, das nicht abzubrechen und zu sagen, ach, du willst damit sowieso nichts anfangen, sondern erstmal so pflichtbewusst, um sich auch zu zeigen, dass man eine Sache zu Ende bringen kann und diese Disziplin zu haben, das eben zu tun und dann umso freier entscheiden zu können, wo man vielleicht hin will. Ja, das schließt also sozusagen meine nächste Frage auch so ein bisschen dran an. Ich frage mich immer gerne, was wäre so ein alternativer Lebensentwurf denn gewesen bei dir? War das immer klar, es geht in die Kultur dann nach dem VWL oder hättest du auch so wie einige unserer Gesprächspartner? Ananas züchten in Alaska. Ziegenfarm, das ist immer noch eine Option, aber ich habe eigentlich immer weniger in Berufen gedacht, sondern vielmehr in Tätigkeiten oder Qualitäten, dass ich denke, was kann ich gut, kann ich vermitteln, kann ich begeistern, dann muss ich irgendwas suchen, wo ich diese Tätigkeiten auch zur Geltung bringen kann, was auch immer es ist. Das weiß man ja oft gar nicht, was für Wege offen stehen. Dann kommt jemand und sagt, warum machst du nicht eigentlich das? Das war mit der Dramaturgie auch so, dass ich mit Regisseuren gesprochen habe und ihnen gesagt habe, nein, aber hör mal, wenn diese szenische Geschichte passiert, warum lasst ihr den nicht von da auftreten oder warum macht ihr das nicht so und so, bis die irgendwann meinten, na komm, warum willst du nicht Dramaturg werden? Und dann habe ich angefangen nachzudenken. Ah, verstehe ich. Sag mal, und bei deiner Leidenschaft, welches Stück würde dich denn noch mal ganz besonders begeistern als Dramaturg, um daran zu arbeiten und zu feilen? Gibt es da so ein Traumstück? Ja, es ist so, natürlich, wenn man sich mit einem Stück beschäftigt, dann ist man immer mehr davon begeistert. Und das ist auch gut so, weil diese Begeisterung muss man dann ja auch mitteilen. Aber was ich vermisse,
ist tatsächlich Barockoper, weil wir die am Haus einfach aus akustischen Gründen nicht machen können. Und die finde ich ganz besonders reizvoll, weil da in der Barockoper das Verhältnis zwischen Haltung, Kontenance der Figuren und Emotionen, sondern anderes ist. Die Figuren der Barockoper bewahren eigentlich immer viel Haltung. Und das, während die Figuren des 19. Jahrhunderts sich von ihrem Gefühl mitreißen und überwältigen lassen. Und ich denke, gerade diese Haltung, da komme ich in etwa auf die Frage des Abstands zurück, die ist jetzt noch viel aktueller. Und das würde mich doch reizen, mal bei einer richtigen Händeloper auszuprobieren. Sagst du, geht das bei uns akustisch nicht so gut? Was ist da der Grund? Das Haus ist schlichtweg zu groß. Das klingt nicht. Und wenn die Streicher nicht ordentlich Klang entfalten können, Vibrato auflegen, dann ist der Klang einfach zu dünn. Jeder weiß ja, dass diese Barockoper mit ganz viel Koloraturen arbeiten. Das heißt, die Sänger können auch nicht so laut sein. Mhm. Und dann musst du jetzt was anderes sagen, was du dir noch wünschst. Gibt es noch was, was du gerne machen möchtest? Nein, dann ist die Liste so lang, dass das schon einen anderen Podcast braucht. Okay, dann machen wir irgendwann nochmal einen Podcast, hoffentlich nicht wegen Corona. Wenn wir so über das Haus sprechen, über das, was hier möglich ist und nicht möglich ist, wäre auch immer noch die Frage, was unterscheidet eigentlich die Deutsche Oper zu den beiden anderen Opernhäusern? Was ist denn für dich da sozusagen der USP, also der Unique Selling Point, das, was unser Opernhaus einzigartig macht? Ach, da gibt es eine ganze Menge Punkte, die mir einfallen würden. Das eine ist natürlich das Publikum, das grundsätzlich anders ist. Und für mich, eigentlich konservativ-bürgerlichen Menschen, mir ist das Publikum, das eben auch so grundbürgerlich in der Mehrzahl ist. Aber in einem guten Sinne, also dir in einem guten Sinne nahe? Ja, ich meine das im guten Sinne. Ich bin ja selber so, das heißt, zu Bildungswerten stehend, sich interessierend und auch möglichst offen sein, das ist so das Ideal. Ja. Natürlich kann man das nicht immer einlösen, aber doch dieses klassisch Bildungsbürgerliche. Und inhaltlich, wenn man inhaltlich überlegt, was habt ihr, ihr besprecht ja sehr oft, das weiß ich ja, was da bei uns anders sein soll als bei der Staatsoper oder in der Komischen. Ein Satz, der mir sehr gefallen hat, den ich mal in der Kritik gelesen habe, ist, die Deutsche Oper ist das Haus, wo man sein Hirn nicht an der Garderobe abgibt. Das heißt, dieser Dialog, diese Begeisterung, Widerspruch, dieses sich Gedanken machen, sich auseinandersetzen, das merkt man bei den Mitgliedern dieses Hauses, bei den Leuten, die hier arbeiten, und das merkt man beim Publikum. Und das ist natürlich was für einen Dramaturgen so der ideale Nährboden ist, weil da geht es ja auch darum. Also das ist sozusagen die Aufforderung an unseren Förderkreis, weiterhin mit dir zu diskutieren und zu fragen und sich einzumischen. Ja, Jörg, wir sind jetzt schon fast am Ende des Podcasts. Das ging wahnsinnig schnell vorbei. Und ich würde dich gerne fragen, wie alle anderen am Ende, was war dein schönstes oder schrillstes oder schrecklichstes Erlebnis an der Deutschen Oper Berlin? Ja, tatsächlich ist das schönste und das schrecklichste Erlebnis so ziemlich ist das genau das Gleiche. Das ist nämlich ein Erlebnis, wo ich total beglückt war von der Premiere und dachte, ach Mensch, da ist wirklich was gelungen. Das war Wozzeck. Dachte, du hast dieses Stück so oft gesehen und noch nie gespürt, wie intim diese Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren ist, dass da bis zum letzten Moment das noch möglich ist, dass die sich vielleicht doch wieder aufeinander zubewegen, dass die ihre Ehe, ihre Beziehung retten und dann geht das tragisch zugrunde. Das fand ich ganz toll rausgearbeitet, war dann in der Premiere und dachte, ach, ist das auch schön. Und dann kam eine niederschmetternde Reaktion der Kritik und es war so traurig, dass ich merkte, diese Botschaft war offenbar nicht angekommen. Und insofern war das erstmal wunderbar, aber dann auch einfach sehr, sehr traurig. Aber sowas passiert in jedem Opernhaus und genau damit muss man dann leben. Und genau das werden wir auch weiterhin tun. Lieber Jörg, vielen Dank für das Interview. Ich wünsche dir alles Gute. Wir hoffen, dass wir eine spannende Saison 2021-2022 erleben werden. Danke für deine Zeit und eine schöne Sommerpause. Ja, gern, und diesen wunderbaren Sommer wünsche ich auch allen, die mich hören.
Danke. Dankeschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle muss ich im Hinblick auf einen hoffentlich normalen Spielbetrieb in der kommenden Saison natürlich mitteilen, dass wir zunächst keinen Podcast mehr aufnehmen werden. Es war also unser letztes Duett. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich sehr über Ihre zahlreichen und sehr freundlichen Kommentare dazu gefreut. Wir werden die Talks, also das Duett, sicher weiter fortsetzen, dann wieder live und analog als unsere Showfixes. Und das macht ja auch sehr viel Vergnügen. Ich möchte mich aber an dieser Stelle nicht verabschieden, ohne Danke zu sagen. Danke an unsere wunderbare Tonabteilung, hier besonders an Sebastian Geier, der mich 14 Duette lang begleitet hat und leider heute beim letzten nicht dabei sein konnte. Ich wollte ihn zu Wort kommen lassen, aber das holen wir vielleicht nach. Vielen Dank auch an Andreas Köppen, der heute eingesprungen ist und mich durch diesen letzten Podcast begleitet hat. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer und freue mich auf das Wiedersehen in der Deutschen Oper Berlin. Alles Gute!